Ja, herzlich willkommen zu meiner Masterclass. Wie gesagt, es geht um die Zukunft, aber letztendlich geht es auch um die Gegenwart, weil tatsächlich diese Lösung es schon auf dem Markt gibt. Bevor wir darauf eingehen, was flexible und skalierbare Automatisierungslösungen bedeuten, gehen wir erstmal darauf ein, welche die aktuellen Herausforderungen im operativen Prozess sind. Ich habe in den letzten 5 Jahren mit sehr, sehr vielen Unternehmen gesprochen und ich würde sagen, die klare Meinung ist, the rise of e-commerce. Das heißt, der Boom im e-commerce ist das absolute Top-Thema, weil es natürlich die Herausforderung in der Logistik gebracht hat. Man hat auf einmal Retouren, also sehr, sehr viele Herausforderungen. Und genau der rise of e-commerce hat die Nachfrage für flexible und skalierbare Lösungen extrem gesteigert. Was bedeutet es? Wir als Endkunden sind letztendlich für dieses Thema verantwortlich. Wir Endkunden haben die Erwartung, dass auf einmal Same-Day-Delivery stattfindet oder Next-Day-Delivery stattfindet. Das heißt, wir haben als Endkunde die Erwartung und die operativen Prozesse, die Logistik muss diese Erwartung auch bewältigen können. Des Weiteren im Omnichannel-Bereich. Das heißt, wir haben als Endkunden auch die Erwartung, wir möchten einen Teil online bestellen, aber letztendlich auch dieses Teil nach Hause geschickt bekommen natürlich. Aber wenn wir was online bestellen, möchten wir es auch gleichzeitig im Store abholen. Oder genau das Gleiche, absolut aus der Logistik, aus der Sicht der Logistik total schwierig ist, wenn wir ein Teil online bestellen, wir lassen es uns nach Hause schicken und möchten es auf einmal im Store retournieren. Aus Sicht der Logistik hat man viele, viele Konsolidierungen, was ein sehr, sehr großes Problem auch ist. Und ganz, ganz wichtig, auch wieder aus Sicht der Logistik, wenn wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass B2B-Unternehmen sich in ein Omnichannel-Unternehmen transformieren. Das heißt, ein klassisches B2B-Unternehmen, stationärer Einzelhandel, muss auf einmal in das Online-Geschäft gehen. Man hat viel weniger Einheiten pro Position, man hat ein viel höheres Volumen und auch das muss entsprechend bewältigt werden und auch dafür gibt es sehr, sehr viele Herausforderungen. Welche Herausforderungen sehen wir aktuell in der Logistik im Bereich des Fulfillments? Es gibt generell sehr, sehr wenige Mitarbeiter. Das heißt, man findet im Prinzip keine Mitarbeiter mehr in Deutschland. Und wenn man die findet, findet man die über Agenturen. Man muss die entsprechend auch engagieren. Des Weiteren steigen die Mieten in den letzten 5 Jahren exponentiell. Nicht nur in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Ich war beispielsweise vor 2 Tagen bei einem Kunden vor Ort, der lag in Tschechien. Vor 5 Jahren war der Vertrag 3,50 Euro auf den Quadratmeter. Mittlerweile sind es 6,50 Euro. Das heißt, es hat sich einfach mal komplett verdoppelt, was eine Riesenherausforderung auch auf der Kostenseite ist. Und ganz, ganz wichtig ist die Pickgenauigkeit, weil machen wir uns nichts vor, Sie als Endkunden möchten natürlich nicht einen Teil nach Hause geschickt bekommen, das letztendlich falsch ist. Was bedeutet es für mich als Endkunde? Ich muss das Teil wieder retournieren, ich muss mich da melden. Absolute Katastrophe im Sinne der Custom Experience, großes Problem. Und sehr, sehr zentral, und da wiederum spielen wir als Logistik-Provider, als Fulfillment-Provider wieder eine sehr, sehr zentrale Rolle, ist das Inventory Management. Man muss einen Prozess definieren, der nicht zu Overstocking führt. Wir haben leider jetzt in den letzten circa ein Jahr gesehen, dass Unternehmen auf einmal sehr, 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 sehr stark ihr Inventar hochgebracht haben. Und jetzt haben wir leider das Problem, dass wir wieder in die nächste Krise reinsteuern. Und jetzt sind die Lager absolut voll. Und genau das Thema muss man muss ein System haben, das das Inventory Management richtig macht. Was bedeutet das? Man muss die Balance zwischen Inbound und Outbound ganz klar definieren und ganz klar auch finden. Und genau das ist der Punkt. Diese zentralen Themen können flexible und skalierbare Automatisierungslösungen entsprechend bewältigen. Bevor wir darauf eingehen, möchte ich einfach noch mal kurz zeigen, wie die letzten Jahre die Entwicklung auch war. Wir haben angefangen, ganz normales Lager, auf der Ebene wurde gepickt, wurde kommissioniert, manuell kommissioniert. Dann gab es Schritt für Schritt die Einführung von Gabelstapler, teilweise auch autonomen Gabelstaplern, aber auch Person-to-Goods-Systeme. Was bedeutet Person-to-Goods? Es ist eine Zwischenlösung. All diese Lösungen sind semi-automatisiert. Das heißt, man hat keinen hohen Grad an Automatisierung erreicht. Man hat erreicht, dass vielleicht 30-40% der Mitarbeiter reduziert werden kann. Aber wir möchten, und der Weg und die Zukunft wird ganz klar im Fulfillment zu
nahezu vollgradige Automatisierung gehen. Das heißt, mindestens 80% muss automatisiert sein. Dann gab es natürlich die großen statischen Automatisierungslösungen, wie ein ACRS. Auch diese Punkte sind einfach nicht flexibel und skalierbar. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein Logistikdienstleister, der sich für einen ACRS entscheidet, für einen spezifischen Kunden, wenn dieser Endkunde auf einmal aus dem Vertrag ausscheidet, dann gibt einfach diese Lösung, kann einfach nicht mehr funktionieren. Das heißt, ich gebe ein anderes Beispiel. Sie haben ein Unternehmen, das Schuhe verkauft, und dieser Kunde geht insolvent, wieso auch immer. Auf einmal möchten Sie einen weiteren Kunden finden, der vielleicht eben Schuhe verkauft, aber Sie finden einfach keinen. Das heißt, Sie müssen jetzt einen Kunden definieren, der einfach nicht mehr reinpasst in dieses System. Dieses System ist nicht flexibel und nicht skalierbar. Und die einzige Lösung, und ich bin felsenfest davon überzeugt, die Zukunft des Fulfillments wird im Bereich des ACR-Systems sein. Was bedeutet ACR? ACR bedeutet Autonomous Case Handling Robots. Wir sind einer der Lösungen, die natürlich auch hier als Aussteller sind. Wir sind High Robotics, wir sind der Führer und wir sind der Erfinder dieser ACR-Technologie. Wir können sowohl Kartonagen als auch KLT-Behälter handeln. Wir sind die Größten in diesem Bereich. Wir sind bewusst in dieser Nische geblieben, weil wir die Besten in diesem Bereich sein wollten und auch nach wie vor sind. Wir haben mittlerweile mit dieser Technologie über 1100 Projekte gezeichnet, haben mittlerweile über 1800 Mitarbeiter, haben eine Fabrik mit über 20.000 Roboter als Kapazität für die Produktion, was uns definitiv zu dem Größten der Branche macht. Unsere globale Strategie, und das ist ganz wichtig, ist Think Globally, Act Locally. Wir kommen natürlich aus China, dort sitzt sehr, sehr viel Expertise, dort sitzt unser R&D-Team, dort sitzt auch das Management, aber das Management gibt eine Definition, gibt eine Strategie vor. Die reine Umsetzung ist auf lokaler Ebene, findet auf lokaler Ebene statt. Wir haben unser eigenes Business Center in der EMEA-Region. Dort sind wir mittlerweile über 90 Mitarbeiter. Wir haben mittlerweile über 800 Roboter implementiert. Und wir sind sehr, sehr autark unterwegs. Was bedeutet, dass wir ein eigenes Einkaufsmanagement haben? Wir haben lokale Anbieter. Wir können letztendlich vollständig entscheiden, möchten wir mit welchem Rack-Anbieter beispielsweise wir arbeiten möchten. Und das zeichnet uns aus. Was ganz wichtig ist, wir arbeiten mit den größten Systemintegratoren zusammen, weil wir unseren Kunden eine One-Stop-Shop-Lösung bieten wollen. Hier sieht man mal eine Reihe unserer Partner und wir sprechen aktuell mit sämtlichen weiteren Partnern. Auf dieser Slide zeige ich einfach mal kurz ein paar Referenzen, die uns auszeichnen. Also wie Sie sehen, wir arbeiten mit den größten Unternehmen zusammen, nicht nur im 3PL-Bereich, wofür ich verantwortlich bin global, sondern auch im Apparel-Bereich. Sicherlich 30-40% unserer Referenzen sind im Bereich Apparel. Wir sind extrem stark im Bereich Apparel, aber auch im Bereich Retail. Einzelhandel. Wir haben Sites, wo wir beispielsweise einen Einzelhändler, der stationär war, geholfen haben, ins E-Commerce-Geschäft ganz stark reinzugehen. Weil unsere Lösung so flexibel ist, dass wir nicht nur eine reine E-Commerce-Lösung sind, sondern auch eben im stationären Einzelhandel sehr, sehr gut sind. Ich habe es bereits erwähnt, wir sind nicht nur ein kleiner, wir bieten unseren Kunden nicht nur einen kleinen Teil der Lösung an, sondern wir bieten unseren Kunden eine One-Stop-Shop-Lösung an. Was bedeutet es? Wir als High Robotics bieten natürlich unsere Roboter, unsere Ladestation, unsere Software, Fleet-Management-System, aber auch beispielsweise Regale, die lokal gesourced werden, oder auch Behälter. Was ganz wichtig ist, wir verstehen, wir kommen aus dem Prozess, wir kommen aus der Logistik, wir verstehen genau, wie Sie auch denken. Das heißt, wir können mit unserem Solution Design und mit unseren Systemintegratoren können wir Ihnen eine End-to-End-Lösung anbieten. Wir verstehen den Durchlaufszyklus, wir wissen, was Inbound und Outbound ist und wir wissen die einzelnen Prozesse und genau diese Prozesse können wir mit unseren Systemintegratoren gemeinsam transformieren und automatisieren. Das heißt, wenn Sie eine Anforderung haben, 12.000 Teile pro Stunde müssen sortiert werden, können wir Ihnen einen Crossbelt-Sorter anbieten.
Es gibt wenige Unternehmen in unserem Bereich, die Ihnen eine One-Stop-Shop-Lösung bieten können. Und genau dafür sind wir sehr, sehr stark. Welche Systeme bieten wir als High Robotics? Insgesamt haben wir 3 Systeme, mit denen wir uns aufgestellt haben, mit denen wir ein sehr, sehr breites Spektrum auch abwickeln können. Hypix System One ist im Prinzip der Roboter, der 10 Meter hohe Roboter, das heißt ein Teleskoproboter, der nach oben fährt, in Kombination mit unserem HiPort. Was ist der HiPort? Ist unser absolutes USP. Es ist ein zweistufiges Paternoster-System. Das heißt, wir können 8 Behälter, der Roboter fährt in den HiPort rein, wir können 8 Behälter innerhalb von 5 Sekunden abladen und dann findet im hinteren Teil des HiPorts findet eine Sequenzierung statt. Das heißt, die Sequenzierung geht dann auf dieses Förderband und dadurch erreichen wir einen sehr, sehr großen Durchsatz und können einen sehr, sehr großen Durchsatz bewältigen auf einem sehr, sehr kleinen Footprint. Und genau das ist auch gefragt. Wir nutzen die gesamte Fläche des Lagers aus in einer maximalen Effizienz. Genau, ein HiPort kann mit einem normalen Förderband bis zu 600 Behälter pro Stunde bewältigen, mit 2 Förderbändern eben bis zu 900 Behälter pro Stunde. Dann haben wir im Rahmen der Logimat im Frühjahr haben wir unser neues System, Hypix System 2, gelauncht, was im Prinzip auch da wiederum, wir sind solution-driven, das heißt, wir achten auf die Kunden, wir reagieren genau, was die Kunden benötigen und haben gemerkt, okay, der Kunde möchte nicht nur, dass wir beispielsweise nur USB-Sticks picken können, sondern er möchte auch die Kaffeemaschinen picken können. Was haben wir gemacht? Wir haben das erste ACR-System mit dem AMR kombiniert, einem Plattformroboter. Was bedeutet ein Plattformroboter? Es ist im Prinzip ein Roboter, auf den man beispielsweise eine Palette draufsetzen kann, auf den man einen Cage draufsetzen kann, aber auch weitere Punkte, wie beispielsweise ein Regal für die Hängeware, kann man auch draufsetzen. Dieser Plattformroboter geht eben bis 1000 Kilo, wodurch wir unseren Kunden auch eine sehr, sehr große Flexibilität anbieten können. Was wichtig ist, beide Systeme sind interoperabel. Das heißt, sie kommunizieren miteinander, sie blockieren sich nicht, sie sind vollständig aufeinander abgestimmt im selben Fleet Management System. Und die absolute Innovation und wirklich Disruption unserer Branche wird durch unser Hypix System 3 stattfinden. Was haben wir gemacht? Sie kennen sicherlich Systeme, die einfach oder doppeltief picken. Mit unserem System, wir nennen es Chain Pick, ich kann es Ihnen gerne auch bei unserem Stand im Detail zeigen, können wir bis zu 5-fach tief picken. Was bedeutet 5-fach tief picken? Sie erreichen mit uns eine Lagedichte von bis zu 50 Behälter pro Quadratmeter. Um mal einen Vergleich zu geben, Cubic Storage Systeme sind im Bereich 35 bis 40. Das heißt, auch hier wiederum, wir gehen nochmal 20-25% über Cubic Storage Systeme im Sinne der Lagerdichte. Ein ganz zentraler Punkt, und die Mitbewerber haben eine ähnliche Lösung, was bei diesem System ganz, ganz wichtig ist, ist die zweite Innovation und das ist der schnellste AMR in der Branche. Wir haben einen AMR entwickelt, den wir selbstständig herstellen, der 4 Meter pro Sekunde schnell ist. Was bedeutet es? Die Mitbewerber haben das Problem oder andere Unternehmen haben das Problem, dass man vor der Arbeitsstation die sogenannte Congestion erzeugt. Also die Roboterdichte ist deutlich zu groß. Und das ist ein zentrales Problem. Was wir gemacht haben, wir haben sehr viel simuliert, sehr viel analysiert und haben gesehen, wenn der Roboter 4 Meter pro Sekunde schnell sein wird, dann können wir die Dichte des Roboters reduzieren. Das heißt, die Roboter tanzen nicht wie bei den Mitbewerbern vor der Arbeitsstation hin und her und wissen nicht, wo sie hin sollen, sondern unsere Roboter können sehr, sehr schnell diese Dichte wieder reduzieren, weil sie eben bis zu 4 Meter pro Sekunde gehen. Im Fleetman, wie gesagt, auch hier Interoperabilität. Wir sind im Fleet-Management-System mit über 1000 Roboter unterwegs. Wir haben jetzt schon sind kurz davor das erste Projekt mit Hypix System 3, obwohl wir es erst seit einer Woche gelauncht haben, schon zu unterzeichnen. Sind völlig, völlig ready und definitiv nächstes Jahr werden Sie einiges weiteres von High Robotics hören. Was sind die Vorteile unserer Gesamtlösung?
wir sind sehr, sehr schnell integriert. Wir haben in der Regel eine Implementierungszeit von 6 bis 9 Monaten, sagen wir. Tatsächlich kann ich Ihnen jetzt sagen, wir haben aktuell ein Projekt, das wir implementiert haben in Polen, wo wir innerhalb von 3,5 Monaten live gegangen sind, mit 200.000 Behälterpositionen, mit 76 Roboter. Natürlich war es ein Stretch, natürlich hat der Kunde auch sehr, sehr viel mitgearbeitet, aber wir haben es geschafft und das macht uns auch absolut stolz. Die Drittverwendbarkeit ist ein zentraler Punkt und es ist absolute Core für die Zukunft. Drittverwendbarkeit bedeutet aus Sicht eines Logistikunternehmens, wie eingangs erwähnt, ich möchte eine Lösung entwickeln, die mir erlaubt, nicht nur einen Apparel-Kunden, sondern auch einen Grocery-Kunden onzubauen. Also man braucht eine Lösung, die im besten Fall verschiedene SKU-Ranges auch handeln kann. Oder aus Sicht eines Einzelhändlers oder eines Retailers, man braucht eine Lösung, die mir ermöglicht, ein Sortiment zu erweitern. Das heißt, wenn ich heute vielleicht im Bereich Consumer Products ganz gut bin, vielleicht verkaufe ich DVDs, dann möchte ich in der Zukunft vielleicht auch ins Kaffeemaschinengeschäft gehen. Also auch da wiederum, die Drittverwendbarkeit ist unglaublich wichtig. Hinsichtlich des Return on Invest, in der Regel erreichen wir einen Return on Invest innerhalb von 2 bis 3 Jahren. Wir steigern die Effizienz um das 3- bis 4-fache. Auch nachweisbar und wie gesagt, die Lagerdichte, wir erreichen bis zu 50 Behälter pro Quadratmeter, was auf einem Footprint von 10 Meter die höchste Lagerdichte in der Branche definitiv ist. Ein ganz zentraler Punkt ist auch die Flexibilität hinsichtlich der operativen Prozesse. Sie haben vielleicht einen Teil des Heute ist es noch ein C-Dreher, also ein Langsamdreher. Sie machen auf einmal eine Promotion, also starten eine Marketingkampagne. Was bedeutet es für den operativen Prozess? Das Teil kann nicht irgendwo ganz am Ende des Lagers sein, sondern es muss relativ nah zur Arbeitsstation sein. Natürlich, weil der Drop-off im Durchlaufszyklus muss natürlich gegeben sein. Das heißt, wir machen eine kontinuierliche sogenannte Relocation. Wir nehmen die Behälter im operativen Prozess und bringen die vom hinteren Bereich des Lagers zum vorderen Bereich, sofern sie eine Promotion machen, sofern sie aus einem Langsamdreher einen Schnelldreher machen. Und der absolute Vorteil unserer Lösung ist die Skalierbarkeit. Wir können mit ihnen gemeinsam wachsen. Wir können mit ihnen mit 5 Roboter anfangen. Wir haben beispielsweise jetzt mit einem sehr, sehr großen Retailer eine Lösung unterschrieben. Wir fangen mit 20 Roboter an und aller Voraussicht nach geht es auf 500 Roboter nach oben. Der Kunde wächst gemeinsam mit uns und genau die Flexibilität bieten wir unseren Kunden auch. Hier sieht man eine Übersicht der Industrien, die wir aktuell adressieren. Ich gehe nur auf ein paar drauf ein. Natürlich können wir im Nachhinein gerne darüber sprechen. Beispielsweise im Apparel, es gibt sehr, sehr wenige Lösungen in der Branche, die Kartonagen und KLT-Behälter handeln können. Wir können es. Und wir können es nicht nur auf kleinen Kartonagen, sondern wir können es auf 850 mal 650 Kartonagen und Behälter. Was definitiv einer der größten Spannbreite ist letztendlich in der Branche. Genau. Vielen Dank. Wie Inken schon erwähnt hat, wir sind auf einer Mission. Die Mission geht in einem rasanten Tempo los. Wir sind 2019 gestartet, sind wirklich auf den Markt gegangen, sind mittlerweile bei über 1100 Projekten gezeichnet. Innerhalb von 4 Jahren, in Europa jetzt seit 2 Jahren und das Wachstum wird weitergehen. Ich freue mich auf weitere Gespräche. Sie müssen einfach nur raus, rechts und dann sehen Sie schon unseren Stand. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.